Wir haben diese Studie in Auftrag gegeben, weil es eine elementare Aufgabe der IWG betrifft. Die IWG vernetzt die bestehenden Standorte für islamisch-theologische Studien, insbesondere in Bezug auf Praxisfragen. Die Frage der Studierenden, ihrer Erwartungen und ihrer Erfahrungen ist eine solche wichtige Praxisfrage, die alle Standorte verbindet. Deshalb wurde die Studie auch an mehreren Standorten durchgeführt. Wenn man die Frage stellt, wer genau eigentlich islamische Theologie studiert, dann muss man im Grunde sagen, sehr unterschiedliche Personen studieren islamische Theologie. Also es kommen Personen mit sehr unterschiedlichen Motiven, mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, mit sehr unterschiedlichen Arten von Vorkenntnissen in den Studiengang. Und dementsprechend ist es sozusagen eigentlich nicht möglich zu sagen, das ist quasi der typische Student oder die typische Studentin der islamischen Theologie. Nichtsdestotrotz zeigt sich oder kann man bestimmte Merkmale sozusagen der Studierendenschaft benennen. Das ist zum einen hervorstechend, dass es weiblich ist, dass sehr viele Frauen islamische Theologie studieren, viel mehr als viel häufiger als Männer das tun. Das ist auch, dass sozusagen die allermeisten Studierenden sich dem Islam stark oder sehr stark zugehörig fühlen. Die Motive der Studierenden oder eigentlich vielmehr für den Studienbeginn sind unterschiedlich. Wir haben vier Motive ausgemacht. Das ist zum einen ein funktionales Motiv, das heißt, man studiert im Hinblick auf einen bestimmten Berufswunsch. Das ist zum anderen ein intellektuelles Motiv, das heißt, man studiert eigentlich aus engeren akademischen Interesse, aus Interesse am Studium, der akademischen Beschäftigung. Das ist und das sind aber sozusagen hervorstechende Motive, auch ein gesellschaftliches Motiv, das heißt, dass man gesellschaftlich wirken will, wirksam werden will. Und das ist sozusagen auch ein religiöses Motiv, dass man sich für sich, aber auch vielleicht für das eigene Umfeld sozusagen religiös bilden will. Was am faszinierendsten und dann zugleich auch am überraschendsten war für uns eigentlich als die Personen, die die Expertise durchgeführt haben, und aber auch als Personen, die schon lange sich mit diesen Themen beschäftigen, mit der Frage, wer studiert islamische Theologie, was kann uns das eigentlich alles so sagen, auch über Gesellschaften, die Studierenden, ist zum einen, dass die Bildungsprozesse, die wir hier in dem Studiengang finden, enorm unterschiedlich sind. Und das Zweite ist aber, dass wir gesehen haben, dass die Studierenden diesen Studiengang eigentlich zu was anderem gemacht haben, als das, wie er angetreten ist. Denn die islamische Theologie wurde ja sehr, sehr stark sicherheitspolitisch und integrationspolitisch aufgeladen. Was die Studierenden aber daraus gemacht haben und auch alle anderen Beteiligten im Fach, ist eigentlich, dass es sich hier um einen Bildungsprozess handelt, der hier stattfindet, mit einer sehr, sehr starken Bildungsorientierung bei den Studierenden. Das heißt, die Studierenden haben zwar einen Teil die politische Aufladung auch übernommen, haben die aber mit etwas verbunden, was in der deutschen Bildungsgeschichte eigentlich eine lange Tradition hat, nämlich einfach mit einer enormen Bildungsorientierung. Dementsprechend finden sich dort auch sehr, sehr viele Studierende, die in Zukunft Gesellschaft gestalten wollen. Ein interessantes Ergebnis der Studie ist, wir haben uns ja gefragt, was passiert eigentlich in so einem Studium. Also wenn man, wir haben zum einen gefragt, was sind Motive, das Studium anzufangen, aber die Frage ist auch, wenn man dabei bleibt, was passiert im Rahmen eines Studiums der islamischen Theologie eigentlich? Wir merken, dass viel passiert. Wir merken, dass es viele Studierende auch anstrengend finden, das Fach zu studieren. Und wir haben uns natürlich gefragt, warum. Und was man sieht, ist, dass im Laufe des Studiums viele Studierende unterschiedliche Erzählweisen über den Islam, unterschiedliche Islamnarrative, unterschiedliche Wissensreservoirs zueinander positionieren. Das Wissensreservoir oder die Darstellung des Islams aus den Gemeinden, aus den Familien, aus den Peer Groups, aus der Schule und schließlich aus der Universität, dass sie diese unterschiedlichen Erzählweisen oder Wissensfundus zueinander positionieren und jeweils reflektieren. Was am überraschendsten oder vielleicht auch am faszinierendsten ist, ist eigentlich die Unterschiedlichkeit der Bildungsprozesse,
die durch sozusagen das gleiche Studienangebot ausgelöst wird bei den unterschiedlichen Studierenden. Was sehr herausragend ist oder herausstechend ist, auch wenn man sozusagen die Studierenden der islamischen Theologie mit den Studierenden anderer Fächern vergleicht, ist, dass sehr viele von ihnen die Erfahrung machen, als Ansprechpartner, als Experten, als Expertinnen adressiert worden zu sein, beispielsweise schon in der Schule, auch in Freundeskreisen und so weiter, in der Öffentlichkeit, aber eben auch in der Schule, sehr häufig als Ansprechpartner oder Expertinnen adressiert worden sind, in Islamfragen. Und sehr häufig generiert sich eigentlich der Wunsch, mehr über den Islam zu lernen oder islamische Theologie zu studieren, genau darüber, dass sie sozusagen angesprochen worden sind und als Jugendliche zum Beispiel oft auch keine befriedigenden Antworten hatten, ja, oder sich sozusagen in der schwierigen Situation gefunden haben, sich erklären zu müssen, Auskunft geben zu müssen, vielleicht sich verteidigen zu müssen auf Angriffe, und gemerkt haben, ihnen fehlt selbst möglicherweise ein gewisses Wissen, um darauf reagieren zu können. Also wir sehen sozusagen bei ganz vielen Studierenden, dass sozusagen die Erfahrungen, die man macht, wenn man als junger Muslim oder als junge Muslima in dieser Gesellschaft aufwächst, sehr stark in das Studium hineinwirken, weil sie sehr, sehr prägend sind, eigentlich auch für den Wunsch, dieses Fach zu studieren. Die biografischen Vorerfahrungen, die die Studierenden in die islamische Theologie einbringen, lassen sich aus unserer Sicht als ein ziemlich interessantes Paradox beschreiben. Denn es sind gesellschaftliche Erfahrungen, die diejenigen haben. Sie sind in ihrem sozialen Umfeld, meistens auch in den Bildungsinstitutionen, sehr stark damit konfrontiert worden, dass sie als Muslime angesehen wurden oder sich selbst auch als Muslim oder Muslima identifiziert haben. Und jetzt mit der islamischen Theologie wird ein Studiengang bereitgestellt, der sozusagen diese gesellschaftlichen Erfahrungen, die sie aber biografisch geprägt hat, irgendwie aufnimmt und aufgreift. Und deswegen ist für uns da eine sehr, sehr starke Verbindung zwischen der islamischen Theologie und den biografischen Erfahrungen, die die Studierenden gemacht haben. Die Irritationen, die die Studierenden in der islamischen Theologie erfahren, wenn sie sich auf den Studiengang einlassen, sehen wir eigentlich in starker Parallele zu dem, was man eben auch in der protestantischen Theologie oder auch in der katholischen Theologie findet. Denn es handelt sich ja nun um Studiengänge, an denen speziell ist, dass sie in irgendeiner Form doch einen Bezug zu dem haben, was die Studierenden glauben und womit sie sich auch meistens auch schon intensiv vorher, nicht immer, aber doch schon intensiv vorher beschäftigt haben als etwas, was zu ihnen gehört, was wir auffassen als eigentlich einen Identitätsbezug eher. Und von daher ist das, was in dem Studiengang passiert oder die Irritationen bestehen dann auch in der Aufgabe beispielsweise Differenzierung einführen zu müssen von etwas, was man vorher eher als eindeutig anerkannt hat und für sich als eindeutige Wahrheit gesehen hat. Viele kommen an die Universität auch sozusagen mit dem Wunsch, wissenschaftlichere, bessere, wissenschaftlich geprüfte Antworten zu finden auf die Fragen, die sie gestellt bekommen, in gewisser Weise Bestätigungen zu bekommen für den muslimischen Islamdiskurs, den sie kennen, für ihre Antworten. Und sehr häufig gibt die Universität aber gar nicht direkt diese Antworten oder diese Bestärkung, sondern verkompliziert. Und das ist sozusagen für viele Studierende auch eine starke Irritation, insbesondere am Anfang des Studiums, wenn sie von den Dozierenden aufgefordert werden, bisheriges Wissen kritisch zu überprüfen, zu reflektieren, wo sie eigentlich vielleicht eher Antworten haben wollen. Wie gesagt, für manche Studierende ist das leicht, die freuen sich darüber sozusagen auch, gerade die, die mit einem intellektuellen Interesse oder Motiv auch schon in den Studiengang kommen, sozusagen kritisch prüfen, zu reflektieren. Für andere ist das sozusagen eher eine Herausforderung, weil sie gerade was anderes gesucht haben. Also eine Herausforderung, vor der die islamische Theologie weiterhin steht, sind einfach die vielen Ansprüche, die an dieses Fach gestellt wird. Wir haben Ansprüche aus der Politik weiterhin, wir haben enorme Erwartungen an die Absolventen und Absolventinnen, dass sie irgendwie diesen Islam, der sozusagen so stark aufgeladen wurde in den gesellschaftlichen Diskussionen, in ein gutes Bild rücken sollen und zugleich auch irgendwie gerade rücken sollen.
Das heißt, wir haben politische Ansprüche, wir haben aber natürlich auch Ansprüche von Seiten der Gemeinden, denen sich die Studierenden auch oft zuordnen, aber zugleich sich auch nicht unbedingt repräsentiert sehen in ihnen. Und dann, das darf man natürlich auch nicht vergessen, haben wir natürlich auch eigene Ambitionen der Studierenden, was ihre eigenen beruflichen, privaten Zukünfte angeht, die da auch noch als Herausforderungen anstehen und wie wir versucht haben zu zeigen in der Expertise, nicht ganz nebensächlich sind in dem Studiengang. Die islamische Theologie steht vor der Herausforderung, sich selbst als akademische Disziplin zu festigen. Das ist das, was in den letzten 10 Jahren auch stattgefunden hat, eine gewisse Institutionalisierung als akademische Disziplin, als Fach an der Universität. Und gleichzeitig, und das ist sicherlich ein wenig speziell für dieses Fach islamische Theologie, werden andere Ansprüche, nämlich im sozusagen gesellschaftspolitische Ansprüche, integrationspolitische Ansprüche an das Fach herangetragen. Und diese beiden Ansprüche sozusagen zu bewältigen, das ist eine große Herausforderung für das Fach, weil es auf der einen Seite sozusagen eben darum geht, eine akademische Disziplin zu sein, in der es sozusagen um Forschung geht, um Lehre, um Publikationen, das, was sozusagen die Akademie, eben die Universität ausmacht. Und andererseits die gesellschaftlichen Ansprüche mit zu befriedigen, zumindest die an das Fach gestellt werden. Und das sieht man sozusagen auch an den Studierendenansprüchen. Also sehr viele Studierende kommen rein aus sozusagen religiösen oder Motiven, sich in der Gesellschaft einbringen zu wollen. Und gleichzeitig sind sie vor der Herausforderung, dieses Motiv, diese Motivation in ein sozusagen akademisches Interesse oder in eine intellektuelle Beschäftigung übersetzen zu müssen. Und diese Gleichzeitigkeit zwischen akademischen, intellektuellen Ansprüchen, Ansprüchen, die von Seiten der Universität gestellt werden und den gesellschaftlich-politischen, gesellschaftspolitischen Ansprüchen ist sozusagen eine große Herausforderung für die islamische Theologie, für die Studierenden, für die Lehrenden und wird das auch bleiben. Ein verbindendes Element ist tatsächlich die Frage nach der Berufsaussichten. Also ich glaube, an allen Standorten würden die Studierenden sagen, das, was gerade Unsicherheit macht, oder was für Unzufriedenheit auch sorgt, sind die mangelnden Berufsaussichten, die sozusagen, also im Moment ist es noch nicht ganz klar, in was mündet man ein, für was qualifiziert dieser Studiengang, der sehr anstrengend ist oft, zum einen wegen den Anforderungen im Arabischen zum Beispiel, einen hohen Lernaufwand bedeuten, zum anderen auch emotional sehr anstrengend sein kann, weil es sehr viel Reflexion, sehr viel Identitätsarbeit ist und sozusagen die Frage ist ein bisschen, wofür bringt man diese Anstrengung? Wir hatten ja auch betont, es gibt sehr viele weibliche Studierende. Wir sehen im Moment, dass sehr viele weibliche Studierende dann als Absolventinnen in den Bildungs- und Erziehungsbereich gehen und da sozusagen sehr, also häufig schlecht bezahlt, quasi informell tätig sind. Und das ist sozusagen ja eigentlich nicht die Idee des Studiengangs und nicht die Idee, wenn man studiert hat, danach sehr schlecht bezahlt oder im informellen Bereich tätig zu unterrichten oder zu wirken. Was aus Sicht der Studierenden und auch der Absolventinnen und Absolventen, mit denen wir in unserer Expertise und für die Expertise gesprochen haben, wichtig ist, ist eben, dass sie Role Models haben. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. In der islamischen Theologie sehen sie eigentlich schon in den Dozenten und Dozentinnen, dass es wichtig ist, Role Models zu haben. Und jetzt in der Schule beispielsweise, als die ersten Lehrer die islamische Religion unterrichten, gibt es diese Role Models aber noch nicht. Das heißt, einerseits entsteht da bereits eine ganz zarte Struktur, andererseits sehen die Studierenden darin noch etwas, was gestärkt werden könnte. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist, glauben wir, ein bisschen unklar, will man sozusagen mit diesem Studiengang eine intellektuelle, eine akademische Elite an muslimischen Theologinnen und Theologen ausbilden oder will man sozusagen gesellschaftlich breit wirksam sein? Also will man sozusagen viele Studierende, viele, die auch anfangen, dieses Fach zu studieren, zum Abschluss führen? Oder ist es einem, ist sozusagen das Ziel, eine kleinere Elite sozusagen auszubilden?
Wir denken, wo die Universitäten gefragt sind, ist einerseits der Punkt, dass man transparent macht, ob man jetzt einen sehr spezifischen Studiengang für eine eher kleine Gruppe von akademisch orientierten islamischen Theologen haben möchte oder ob man es wirklich schafft, doch noch die eigenen Absolventinnen und Absolventen auch an die Ansprüche der Gemeinden anzubinden. Da müssten sich die Universitäten je nach Standort auch entscheiden und ihre Profilbildung transparenter machen. Wenn wir auch nicht eindeutig sagen würden, dass die Profilbildung vorangetrieben werden sollte, das denken wir, muss man sozusagen eher wissenschaftsstrategisch und politisch überlegen. Und daran wird sich auch festmachen, ob die Universitäten fördern, dass das Fach zum Beispiel, wenn sich es wirklich als wissenschaftliches, hartes wissenschaftliches Fach aufstellen will, beispielsweise auch noch stärker in die Drittmittelförderung hineinbegibt oder nicht? Wir glauben, dass das Fach islamische Theologie bisher noch nicht systematisch, natürlich, also einzelne Lehrpersonen definitiv, aber sozusagen als Fach systematisch noch nicht mit der Frage intensiv beschäftigt hat, was bedeutet das eigentlich didaktisch, dass die Studierenden so aufwachsen, wie sie aufwachsen. Also dass sozusagen eine einende Erfahrung fast aller Studierende ist, als Muslim, als Muslima adressiert, angesprochen, zum Teil auch angegriffen worden zu sein. Sozusagen, wir sind noch am Beginn der Entwicklung eines systematischen Nachdenkens über die Frage, was bedeutet das für die akademische Beschäftigung mit dem Islam, islamischer Theologie, in dem Umfeld aufzuwachsen, in dem sozusagen junge Musliminnen und Muslime aufwachsen. Wo sind eigentlich die Gemeinden gefragt, wenn man sich die aktuelle Entwicklung der islamischen Theologie anguckt? Aus Perspektive der Studierenden, die wir uns ja nun angucken in der Expertise und aus deren Sicht wir versuchen eigentlich auch zu analysieren und zusammenzufassen, was der Studiengang in den letzten 10 Jahren geleistet hat, muss man sagen, dass die Verbindung zwischen dem Studiengang und den Gemeinden oft über die Studierenden selbst geschaffen wird. Das heißt, es ist weniger so, dass hier schon institutionelle Strukturen, das variiert ein bisschen nach Standort, bestehen, auf die die Studierenden zurückgreifen können, sondern es ist mehr so, dass die Studierenden wie neben dem Studium sich beispielsweise in einer Gemeinde verorten, anfangen dort Jugendgruppen zu leiten oder vielleicht auch mal ein Freitagsgebet zu halten und darüber eigentlich eine Verbindung schaffen, aber auch nicht unbedingt für eine Stelle, die es ja nicht unbedingt bezahlt oder so gibt. Das heißt, es findet eigentlich eher außerhalb der Universität statt, die Verbindung. Und hier muss man doch aus Sicht der Studierenden feststellen, dass die Studierenden da auch nicht unbedingt mit zufrieden sind, dass es hier noch keine institutionellen Verbindungen gibt. Ob man das jetzt in einem Modell von einer Imam-Weiterbildung oder Imam-Ausbildung lösen möchte, wie Osnabrück das gerade versucht, ist eben in den Standorten sehr unterschiedlich diskutiert. Aus Sicht der Studierenden muss man aber sagen, dass hier auf jeden Fall eine Lücke besteht. Einzelne Standorte haben ja auch schon angefangen, spezielle Studienprofile zu entwickeln, mit denen sie versuchen, Studierende in Bezug auf konkrete Berufsfelder zu qualifizieren. Das ist möglicherweise ein erfolgsversprechender Weg, weil wir sehen, dass sozusagen die Studierenden nicht nur in die Gemeinden einmünden, sondern dass es viele andere Berufsfelder gibt, viele im Bildungs- und Erziehungsbereich, für die man aber sozusagen mit dem Studium der islamischen Theologie erstmal keine Ausbildung hat und möglicherweise dann Probleme hat, da unterzukommen oder adäquat bezahlt zu werden. Insofern ist der Versuch einiger Standorte, darauf zu reagieren und Studiengänge zu schaffen, die spezifisch für diese Berufsfelder qualifizieren oder mitqualifizieren, möglicherweise ein gangbarer. Das Ergebnis dieser Bildungsprozesse, die wir so wahrnehmen, dass unterschiedliche Darstellungsweisen über den Islam zueinander positioniert werden und jeweils reflektiert werden, in Verbindung zueinander gesetzt werden, ist sicherlich für sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche nützlich und hilfreich. Insofern ist zu hoffen, und das hoffen natürlich die Studierenden und Absolventinnen der islamischen Theologie zuallererst, dass es vielfältige gesellschaftliche Kontexte gibt, in die sie diese Kompetenzen
und dieses Wissen, diese Fähigkeiten quasi einbringen können. Denn wir haben es hier mit Studierenden zu tun, wir haben es hier mit jungen, mit Absolventinnen oder mit jungen Personen zu tun, die sozusagen in, also die sozusagen unterschiedliche Logiken kennen und reflektieren und zueinander in Verbindung setzen können. Und das ist eigentlich eine sehr starke Kompetenz. Auf Grundlage der Studie spricht die AEWG folgende Handlungsempfehlungen aus. Wir müssen die Didaktik des Fachs inhaltlich und finanziell stärken und Vorerfahrungen der muslimischen Studierenden intensiver reflektieren. Ferner müssen wir die akademische Sozialisation der Studierenden, welche ja meist AkademikerInnen der ersten Generation sind, stärker begleiten. Darüber hinaus sollte die Profilbildung der Standorte weiterentwickelt werden, um so eine stärkere inhaltliche Orientierung der Studierenden an den jeweiligen Standorten zu erreichen. Ferner müssen die Berufsperspektiven deutlicher aufgezeigt werden. Hierfür müssen die Institute auch Kooperationen, zum Beispiel für Praktika, eingehen. Auch sollten Schnittstellen geschaffen werden, die es ermöglichen, die Potenziale der Absolventinnen und Absolventen in den Religionsgemeinschaften verstärkt zu nutzen und sie auf der anderen Seite vermehrt als Expertinnen und Experten in gesellschaftliche Diskurse einzubinden.